364 ungelesene Bücher. Das ist mein Sub und der muss weg. Ja, kleiner Disclaimer vorab, es geht um mein eigenes Empfinden. Jeder hat einen unterschiedlich hohen Sub und fühlt sich damit wohl oder eben nicht wohl. Ich möchte mit diesem Video auf keinen Fall sagen, wie hoch ein Sub sein muss, aber meiner ist mir zu hoch. Ich habe 2010 hatte ich noch, ach Gott, da hatte ich vielleicht 30 ungelesene Bücher oder so. Aber damals ging es mir nicht gut und ich habe so ein bisschen kompensiert, ne, mir Bücher gekauft, damit es mir besser geht. Dann hatte ich 2012 meinen Blog, dann sind die Bücher gestiegen, auch durch das Rezensieren, Rezensionsexemplare. Man hat sich auf verschiedenen Plattformen rumgetrieben, wurde angefixt. Dann habe ich BookTube geschaut, seit letztem Jahr bin ich ja selbst dabei, also seit 7 Monaten jetzt etwa. Der Sub steigt und steigt und steigt. Und lange Zeit habe ich mich damit wohlgefühlt. Ich fand es geil, eine eigene Bibliothek zu haben. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mir kaum noch gern meine Bücherregale anschaue. Weil Bücher in zweiter Reihe stehen, weil sie nicht mehr Platz haben. Ich habe immer mehr Bücherregale gekauft und meine Wohnung besteht zur Hälfte nur noch daraus. Und ja, mittlerweile sind viele Bücher einfach verdrängt worden, die ich irgendwann mal lesen wollte und die mich jetzt gar nicht mehr interessieren. Und ich möchte mich wieder wohlfühlen und deswegen soll der Sub sinken. Und zwar stelle ich mir vor, in 12 Monaten, sprich am 1.1., also heute ist nicht der 1.1., aber das tut ja nichts zur Sache, hätte ich gern einen Sub von unter 250 Büchern. Ja, das ist immer noch viel, aber ich würde meinen Sub immerhin um 114 Bücher, also knapp 120, senken. Und das ist erstmal eine Challenge für sich. Ne? Das ist mein Ziel. Und ich habe letztes Jahr 175 Bücher gelesen, das heißt, es ist nicht wenig und es ist also machbar für mich, viele Bücher zu lesen, aber mit den Neuzugängen irgendwie dann doch so viel Sub abzubauen, dass man, ne, ja, versteht. Deswegen setze ich mir folgende Einschränkungen. Erstens, maximal 100 Neuzugänge in 2017. Das sind etwas über 8 im Monat. Also lassen wir es bei 8. Es kann ja ein Monat mal 9 sein und ein Monat 7. Ne? Das klingt auch für manche viel, für manche klingt es wenig. Ne? Jeder nach seiner Fasson. Bei mir sind Neuzugänge und auch der Sub ebenfalls geschenkte Exemplare, geliehene Exemplare, Hörbücher und auch Rätsel-Exemplare. Also warum sich verarschen? Also all diese Geschichten warten auf mich. Und ich weiß, dass manche zu ihrem Sub keine Rätsel-Exemplare zählen, aber sie sind halt trotzdem da und sie verhindern ja, dass ich andere Bücher lese. Ne? Zu meiner Einteilung, Hörbücher habe ich 11, Leihgaben habe ich 17, E-Books habe ich 82 und Print habe ich 254. Hätte ich vielleicht zu Anfang sagen sollen, aber ihr wisst ja, ich bin gewohnt etwas chaotisch. Also maximal 109 Zugänge. Das heißt Disziplin, aber klar, wenn man seinen Sub abbauen möchte, wenn man die alten, und alles ist alt, was ich bis jetzt gekauft habe, wenn man das abbauen möchte, hilft es natürlich, wenn man wenig neue Bücher dazu bekommt. Das ist also erstens. Und zweitens, wenn ich also einen Sub von 120, knapp 120 Bücher abbauen möchte, heißt das 10 im Monat. Also etwa Ziel, 10 Bücher im Monat abzubauen, beziehungsweise 30 im Quartal. Wenn ich also etwa 15 bis 16 Bücher im Monat lese und etwa 8 Neuzugänge habe, dann sind das ja immer noch nur 7 bis 8 abgebaute Bücher. Das heißt, ich habe ja im letzten Jahr schon bestimmt 50, 60 ungelesene Bücher aussortiert. Ich werde mich weiterhin damit beschäftigen, abzuwägen. Ich habe hier in den Regalen extrem viele Wackelkandidaten, die Bücher in die Hand zu nehmen und auszusortieren. Etwa 10 Bücher im Monat, ne? Damit ich einfach auch, weil ansonsten ist es zu viel, ne? Sodass man das wenigstens ein bisschen tracken kann. Und ich werde euch dieses Mega-Mammut-Projekt aller 3 Monate updaten, sprich das erste Update ist theoretisch am 1. April für die Zeit vom 1.1. bis 31.3. Und in den Zahlen sind jetzt noch nicht drin. Ich habe diesen Monat schon ein E-Book gelesen und ich habe mir auch eins gekauft.
das kommt danach. Also das gehört jetzt noch nicht zu den Zahlen. Ich habe euch jetzt wirklich die Zahlen vom 1.1. genannt. So, ich bin gespannt, was ihr zu meiner Mammut-Challenge sagt. Ich habe schon, als ich das mit befreundeten Leseratten besprochen habe, habe ich schon Gegenwind bekommen, dass ich das auf keinen Fall schaffen werde. Aber momentan bin ich noch sehr motiviert. Und es ist ja auch erst der 4., glaube ich. Da kann man noch motiviert sein, ne? Gut, ich bin gespannt auf eure Reaktion und ja, lasst uns gespannt sein, was in den nächsten 3 Monaten passiert. Bis dahin, tschüss!